Für Sie, Herr Effner, welche Nachrichten bringen Sie uns denn aus Brüssel? Sind wir so weit, dass das Grundeinkommen ein Menschenrecht, als Menschenrecht anerkannt wird? Ich gebe Ihnen mein Mikro, dann also, ist es ein. Und wie Sie wollen. Tja, das war die Frage. Grüße Gott, Herr Kerbler und Frau Appel, Klaus Sambor, Albert Jörgmann, guten Abend. Erstmal muss ich mich entschuldigen, oder ich nehme an, es ist schon passiert, also dass ich so verspätet hier eingetroffen ist den gegenwärtig extrem krisenhaften Verhältnissen in Brüssel oder in der Europäischen Union, zu der wir ja alle auch gehören, geschuldet. Wir verhandeln dort gegenwärtig über, oder ich muss es präziser sagen und versuche es trotzdem so zu tun, dass wir nicht zu viel Zeit damit verlieren. Im Moment wird verhandelt über Vertragsänderungen, über einen neuen EU-Vertrag, der nötig wird, wenn man alles das machen will, was politisch von vielen gegenwärtig für unausweichlich gehalten wird, nämlich auf europäischer Ebene Wirtschaftspolitik, Haushaltspolitik, Steuerpolitik, Sozialpolitik stärker zu vereinheitlichen, zu kontrollieren, bestimmte politische Entscheidungen durchsetzen zu können, auch gegen anderslautende Entscheidungen in Mitgliedstaaten. Das ist die Vorstellung, die da herrscht, und wenn man das will, muss man Verträge ändern. Und ich bin im Verfassungsausschuss des Parlaments zuständig für alle Vertragsfragen. Die Diskussion läuft eigentlich gegenwärtig weitgehend am Parlament vorbei. Es sind die Präsidenten von 4 Exekutivorganen, von der Europäischen Kommission, Barroso, Van Rompuy für den Rat, Juncker für die Eurozone und Draghi für die Zentralbank, mit dem Auftrag versehen worden, eine Roadmap, einen Vorschlag für solche Vertragsänderungen zu machen. Und jetzt ist vor kurzem durchgesetzt worden, dass das Parlament mit 2 sogenannten Sherpas und einer Art Beobachterstatus daran beteiligt sein dürfe. Und ich habe nun die Ehre, Sherpa der Sherpas zu sein. Also ich bin nicht der Sherpa, der für das Parlament mit Van Rompuy, Barroso und so weiter verhandelt, sondern ich gehöre zu der kleinen Gruppe von Abgeordneten innerhalb des Parlaments, die das beschließen sollen, was die Sherpas dann in diese Verhandlungen hereintragen sollen. Und da habe ich heute Nacht durchgearbeitet, und das war der schwierige Versuch, sich unter den Vertretern der beteiligten Fraktionen auf eine Position zu einigen. Ich will Ihnen das jetzt nicht schildern, wie sowas läuft. Also allein ein einziges Mitglied dieser Runde hat heute Nacht um 3 Uhr 127 Änderungsanträge geschickt. Die habe ich bis in den frühen Morgen bearbeitet. Dann änderte sich aber wieder die Grundlage, da musste man neue Anträge schreiben und so weiter. Und das Ganze zog sich hin bis kurz nach 4, und deswegen konnte ich erst zu spät fahren. Aber hätte ich das nicht gemacht, dann wären die Grünen nicht vertreten gewesen, obwohl man sich dann immer wieder fragt, was es am Ende bringt. Aber für diesen Job bin ich von Bürgern gewählt, die erwarten, dass ich da alles, was ich kann, einbringe, um für vernünftige Entscheidungen zu sorgen. Jetzt zu Ihrer Frage. Nein, die Antwort ist nein. Und die Antwort ist wahrscheinlich noch auf längere Zeit nein. Ich glaube, ein Grundeinkommen ist im Moment dasjenige, worüber die Europäische Union am wenigsten nachdenkt. Wenn wir die Europäische Union jetzt verstehen als die Summe ihrer verfassten Organe, ihrer Institutionen, sozusagen als den Apparat und die politischen Zirkel, die diesen Apparat bestimmen. Gleichzeitig glaube ich, ja, wenn wir die Europäische Union verstehen als die Bürgerinnen und Bürger, weil ich glaube, dass die soziale Frage in Europa immer prekärer wird. Wir erleben Österreich, Deutschland, Niederlande, Dänemark, manche Länder sind noch ein bisschen Insel der Seligen. Wir erleben aber in anderen Ländern gegenwärtig eine dramatische soziale Spaltung der Gesellschaft. Wir erleben, dass zum Beispiel unter den jungen Menschen, nehmen wir mal Griechenland, 54%, Spanien 56% gegenwärtig der unter 25-Jährigen
ohne Arbeit sind, ohne jede Perspektive, also die Gesellschaft ihnen im Grunde sagt, wir brauchen euch gar nicht, kein Interesse an euch, kein Platz für euch, ihr könnt hier nichts sinnvoll beitragen, für euch ist eigentlich keine Existenz vorgesehen, wo ihr euch auch, und das ist mir wichtig zu sein, wo ihr euch auch durch Arbeit einbringen, ausdrücken könnt. Denn ich glaube, wir haben durch falsche Rechtsbegriffe, die über Jahrhunderte mit der Arbeit verbunden waren und noch sind, ein ganz perverses Verhältnis zur Arbeit. Wir empfinden das als Fron und als irgendwas Fremdbestimmtes. Arbeit ist in meinen Augen das ganze Gegenteil. Ich könnte nicht aushalten, Mensch zu sein, ohne irgendwo in der Welt was zu tun, wo ich eine Resonanz spüre, wo ich merke, das bewirkt was, das ist für andere Menschen wichtig und interessant, das wird gebraucht, das wird wertgeschätzt. Ich glaube, jeder Mensch hat dieses Bedürfnis. Ja. Und alle, die in schlechten Arbeitsstellen sitzend dann an der Wand so eine Zeichnung haben von der Insel und mit der Vorstellung leben, wenn das Joch über ihnen gebrochen wird, dann werden sie nur noch am Strand liegen, kommen spätestens nach einem Jahr zurück, weil sie es nicht mehr aushalten, weil sie irgendwas Sinnvolles machen möchten und nicht nur in der Sonne liegen. Außer die Schädigung ist ganz groß. Aber so, deswegen, ich glaube, das Thema liegt auf der Straße und ich glaube, wir können diese sozialen Verwerfungen gar nicht mehr anders beantworten, als dass wir uns entschließen, das Einkommen nicht mehr als Folge der in der Arbeit erbrachten Leistung zu betrachten, sondern als Voraussetzung für ein menschenwürdiges Dasein. So meine ich, ist das mit dem Einkommen. Das Einkommen, ein Mindesteinkommen, ein Grundeinkommen, ist die Voraussetzung für jeden Menschen, dass er menschenwürdig leben kann. Indirekt sehen wir das ja ohnehin schon so und machen dann Arbeitslosenhilfe, Hartz IV und solche Sachen. In jedem Land ist das ein bisschen anders organisiert, aber es ist immer versehen mit unglaublichen bürokratischen und sonstigen Zwängen und Auflagen und damit, dass man eigentlich, also in Deutschland ist es so, dass man gut ein Drittel des Geldes, das der Staat für diese Dinge ausgibt, aufwendet für die Kontrolle der Menschen und für die Streitigkeiten darüber und nicht bereit ist, einfach zu sagen, das sehen wir als das Minimum an, das jeder Mensch zum Leben braucht und da kontrollieren wir nicht nach. Deswegen, wenn ich darf, ganz kurz, ich fand Ihre Frage großartig. Würden Sie auch Bedingungen stellen? Und ich würde auch sagen, nein. Und zum Beispiel, ich bin Vater. Ja? Was tue ich da alles? Habe ich jemals in meiner Seele den Gedanken irgendwie genährt, dass ich zu meiner Tochter oder zu meinem Sohn sage, du hör mal, also Frühstück gibt's nur oder Kleider kaufe ich dir nur oder all das tue ich nur für dich, wenn du dafür dann das. So funktioniert das Leben nicht. So funktioniert keine Ehe, so funktioniert keine Freundschaft, sondern das Gegenteil ist der Fall. Der Mensch wird reicher in seinen Möglichkeiten, wächst auch über sich hinaus und gibt den anderen und der Gesellschaft mehr. Wenn wir schauen, wie können wir ihn unterstützen, auf sozusagen den Höhepunkt seiner Möglichkeiten bringen. Umgekehrt, wenn wir ihn behandeln wie so ein Reizreaktionsmechanismus und sagen, du bekommst das, dafür erwarte ich genau das, bleibt der Mensch weit unter seinen Möglichkeiten. Ich glaube, dass ein Grundeinkommen in der Gesellschaft nicht zu dem führen wird, was viele erwarten, nämlich dass die Leute nichts mehr tun, sondern unglaublich viel Kreativität, soziale Impulse und so weiter freisetzen wird, weil es heute schon wahnsinnig viel gibt, was getan werden muss, was Menschen auch gerne tun, aber nicht tun können, weil es dafür kein Geld gibt, während umgekehrt sehr viel Schädliches in der Welt getan wird, nur weil es dafür Geld gibt. Erlauben Sie mir eine Zwischenfrage. Ja, unbedingt. Hat irgendjemand schon mal sich hingesetzt und ausgerechnet, wenn wir jeden EU-Bürger ein Grundeinkommen von, ob jetzt 1.500 oder 2.000 Euro im Monat, vom Kind bis zum Greis geben, in der gegenwärtigen Situation nämlich, verglichen mit den Milliardenbeträgen, die auch tatsächlich schon ausgegeben wurden, nicht nur die Haftungen, für Hilfsmaßnahmen, dass wir dann viel leichter aus dieser Schere, die jetzt aufgeht, zwischen Jung und Alt, zwischen Pensionisten und denen, die noch zwar in Arbeit stehen, aber schon um ihre Existenz fürchten, die Erosion des Mittelstandes, Stichwort, dass das eigentlich eine vergleichsweise billige Maßnahme wäre, um Europa aus dieser Depression, in die sie hineinschlittert, herauszuholen? Ich stimme Ihnen zu und ich glaube, es wäre unter dem Strich
deutlich billiger als vieles, was wir im Moment erörtern. Ja, denn ich versuche, die Antwort ein bisschen weiter zu fassen, als Ihre Frage gestellt war, und komme aber dann auf den Kern der Frage wieder zurück. Ich glaube, all die Fragen, über die wir jetzt reden, sind Rechtsfragen. Und Rechtsfragen müssen von der Gemeinschaft beraten und beschlossen werden. Das ist die Idee des Rechts in der modernen Demokratie, dass keiner unterworfener ist unter den Willen irgendeiner fernen, anonymen Instanz, sondern dass wir alle als Gleiche miteinander das Recht vereinbaren. Wenn wir das ernst nehmen und wenn wir uns klar machen, dass auch das, was jetzt passiert, also zum Beispiel, dass wir unglaubliche Summen aus den Mitteln der Steuerzahler ausgeben, entweder direkt für Zahlungen oder im größten Teil für Garantien, die gegeben werden an Banken, um bestimmte Zinssätze halten zu können. Das heißt, da werden Schulden gar nicht abgezahlt, das ist eine Illusion, sondern es wird nur dafür gesorgt, dass die regelmäßige Umschuldung klappt, also die Laufzeit ist zu Ende, das Geld kann aber nicht zurückgezahlt werden, weil es nicht da ist, also muss ich neue Schulden aufnehmen, meine Bonität ist gesunken, deswegen müsste ich jetzt 12% oder 15% für die Schulden zahlen, das will ich nicht. Und deswegen kauft jetzt die öffentliche Hand die Schulden auf, damit der Preis für das Geldaufnehmen für die Staaten sinkt. Das ist etwas, was uns beigebracht wird als irgendwie alternativlos. Das müssen wir tun, um die Ökonomie zu stützen. In Wahrheit schürt es diese Schuldenspirale an. Es löst das Problem in keiner Weise. Es kuriert am Symptom, nicht an den Ursachen. Wenn wir das mit dem Grundeinkommen so denken, dass es nicht etwas ist, was auf alle Ausgaben, die wir heute haben, draufkommt. Solche Rechnungen gibt es ja auch und dann wäre es unbezahlbar. Sondern wenn wir überlegen, was wir verändern können und müssen, dadurch, aber auch dafür, dass wir das Grundeinkommen zahlen, dann bin ich völlig sicher, so wie Sie das sagen, dass das unter dem Strich günstiger käme. Aber Ihre Frage war, und jetzt bin ich beim Kern der wörtlich gestellten Frage, gibt es Berechnungen für Europa, kenne ich keine bislang. Ja. Das ist zum Beispiel etwas von dem, was wir jetzt gerade mit der Idee einer europäischen ECI, einer Bürgerinitiative europaweit zum Thema des Grundeinkommens versuchen anzustoßen, dass auf europäischer Ebene genau sowas gemacht wird, dass Studien gemacht werden, die sagen, was könnte man ändern, was müsste man ändern, um das einzuführen, wie würde es sich auswirken, wie viel würde es kosten, was würde man dafür einsparen und so weiter. Ja, also das ist genau der Punkt. Ich vielleicht, um Gerald zu informieren, ich habe für diesen zweiten Entwurf, den wir für die Europäische Bürgerinitiative einbringen wollen, vorgelesen. Allerdings, es ist noch ein Entwurf, aber es ist genau das drinnen, was du jetzt gerade gesagt hast, dass wir das untersuchen wollen. Und dass wir da eben hoffen, dass eine Registrierung akzeptiert wird. In der Vorbesprechung hat es geheißen, dass Sie sozusagen auch ein kurzes Referat zur, wie soll ich sagen, Lage der Nation halten wollen oder zu der Situation. Ich habe den Eindruck, die Damen und Herren, die hier sind, wollen jetzt diese Viertelstunde mit Aufmerksamkeit Ihnen folgen. Das hängt von Ihnen ab, denn ich kann das selbstverständlich machen. Ich weiß aber jetzt auch nicht, wie weit Sie im Gespräch schon gediehen sind. Die Frage an mich war, ob ich ein bisschen was noch erzählen kann zu diesem Instrument der Europäischen Bürgerinitiative und zu der Idee, eine solche zu machen. Ich habe verstanden, dass Klaus Sambor schon dazu einiges gesagt hat. Vielleicht, um das zu synchronisieren, ja. Was ich erwarten würde und die Zuhörerschaft, ja, ist, dass ja morgen dieser Kongress über ECI in Practice stattfindet und wo es ja auch darüber geht, wie wird die Weiterentwicklung dieses Instrumentes vorangehen. Und ich glaube, diese Weiterentwicklung dieses Instrumentes mit der Hoffnung bis zu einem EU-Referendum, das ist das, was wir uns gerne erwarten von dir. Gut, also ich sage gern dazu ein bisschen was. Vielleicht hole ich dabei ein bisschen auch aus, also die Idee, die hinter der ECI steht, ich glaube, das ist schon sinnvoll, dass man das nochmal erklärt, was ist das überhaupt und was ist die Idee dahinter. Die Idee, die dahinter steht, ist eigentlich in Europa überhaupt erstmal so etwas zu organisieren, so etwas zu bekommen,
wie ein Gespräch der Menschen darüber, wie wollen wir leben, welches Europa wollen wir, was soll Europa regeln, was nicht, was ist unser Verständnis zum Beispiel, wie wir in Europa individuelle Freiheit und soziale Verantwortung miteinander verbinden. Ich sage das, weil ich glaube, dass wenn man diese Debatten führt in Europa, dass sich bald zeigen wird, dass wir in Europa, und zwar in Nord und Süd, wenn auch mit unterschiedlichen Tingierungen, aber im Grundsatz, genauso in Ost und West, ein anderes Verständnis haben von diesen Dingen als, sagen wir mal, in den USA oder als in China oder anderswo. Aber dieses Gespräch wird im Moment nicht geführt, sondern die Bürgerinnen und Bürger stehen der europäischen Politik ausgeliefert gegenüber, wie Zuschauer gewissermaßen, und haben den Eindruck, da verselbstständigen sich bestimmte Mechanismen, über die gar nicht mehr diskutiert werden kann und darf. Die ECI ist, auch das muss man sagen, nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist eine Frucht einer langjährigen Kampagne, zunächst muss man sagen, der Idee von einigen ganz wenigen Menschen bei Mehr Demokratie, in der Organisation, die ich vor inzwischen 33 Jahren gegründet und bis vor 3 Jahren geleitet habe. Dann war beteiligt das Initiative and Referendum Institute Europe, eine befreundete Organisation. Wir haben zusammen überlegt, was können wir tun, um in Europa mehr demokratische Strukturen zu schaffen, mehr demokratische Beteiligungsmöglichkeiten für die Bürger einzuführen. Und wir haben uns eine ganze Menge überlegt und haben aber nur eine Sache durchsetzen können. Die anderen Sachen waren deutlich weitergehend. Die ECI war sozusagen das relativ schwächste, sanfteste von diesen Instrumenten. Die anderen hätten deutlicher die Kern, nämlich die Machtfrage gestellt und stießen deshalb, wie man sich vorstellen kann, noch auf mehr Widerstand. Die ECI konnten wir durchsetzen, auch nicht so ganz einfach, aber in sehr vielen Gesprächen und einer langen Kampagne über etwa 1,5 Jahre. Das wurde dann eben aufgenommen in den Lissabon-Vertrag, das heißt zunächst in den Verfassungsvertrag, der vom Konvent erarbeitet wurde, und dann in den Lissabon-Vertrag. Wenn ich an der Stelle noch eine Bemerkung machen kann, was war eigentlich dieser Konvent? Der Konvent hatte zu tun mit der Erkenntnis, der vorübergehenden, würde ich sagen, vorübergehend aufgeleuchteten Erkenntnis in Europa, dass die Staats- und Regierungschefs die inkompetentesten sind, wenn es darum geht, mehr Demokratie zu organisieren. Also in Europa werden ja die Verträge von den Staats- und Regierungschefs verhandelt, also von denen, die in den Nationalstaaten im Vollbesitz der exekutiven Macht sind. Die reisen dann nach Brüssel und sollen darüber reden, wie kann man das vernünftig, demokratisch organisieren, begrenzen und so weiter. Und das Problem war, dass am Ende immer tendenziell mehr, wie soll man sagen, exekutivischer Absolutismus herauskam und relativ gesehen weniger Demokratie. Also haben ein paar kluge Leute in Europa gesagt, was können wir tun? Und wir haben diese Idee entwickelt eines Konvents, die dann tatsächlich gelungen ist, damals unter deutscher Ratspräsidentschaft, als Joschka Fischer Außenminister war, in Europa einzuführen. Nämlich, dass erstmalig nicht die Staats- und Regierungschefs die Weiterentwicklung der Verträge verhandeln, sondern dass man einen Kreis von Menschen einberuft, die man beauftragt, das zu tun. Das ist damals passiert, und dieser Konvent wurde mehr und mehr unabhängig, hat mehr und mehr eigene Ideen entwickelt, und da ist es eben gelungen, diese Idee der Europäischen Bürgerinitiative einzuführen. Aber der Konvent wurde sozusagen von Anfang an mit einer Fußfessel ausgestattet, mit mehreren. Ich will nur die wichtigste nennen. Die wichtigste Fußfessel war, dass der Konvent nicht sein Ergebnis den Bürgerinnen und Bürgern präsentieren durfte, sondern nur als einen Vorschlag an die Staats- und Regierungschefs richten. Die haben dann diesen Vorschlag überarbeitet, haben ihn massiv geändert, und dann wurde er in unterschiedlichen Verfahren national ratifiziert. Aber am Ende war es nicht mehr der Vorschlag des Konvents, sondern der von den Staats- und Regierungschefs veränderte Vorschlag. Man muss sich auch klar machen, wenn wir über Demokratie sprechen, ein Konvent arbeitet von Haus aus anders, wenn er weiß, das, was wir formulieren, was wir erarbeiten, das müssen am Ende die Bürgerinnen und Bürger gutheißen, als wenn er weiß, das müssen die Staats- und Regierungschefs gutheißen. Das war ein bisschen das Problem. Aber das haben wir eingebracht, diese
Möglichkeit der Europäischen Bürgerinitiative. Und dann war mit dem Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages, ging es darum, das jetzt auszuformulieren. Wie funktioniert das? Was heißt das? Und das ist sehr kompliziert geregelt worden. Einige Regelungen stehen im Vertrag selbst schon drin, zum Beispiel, dass 1 Million Menschen unterschreiben müssen. Es kam dann noch dazu, dass sie aus mindestens 7 Ländern kommen müssen, dass in jedem Land eine bestimmte Mindestanzahl an Unterschriften gilt. Es kam dazu, dass sie maximal 12 Monate Unterschriften sammeln dürfen und viele andere Bestimmungen mehr, insbesondere auch sehr komplexe oder komplizierte Bestimmungen zur Eintragung. Da kann man sagen, dass eigentlich in allen, fast allen europäischen Ländern Verfahren unmittelbarer Bürgerbeteiligung existieren, zum Beispiel in Österreich Volksbegehren, in manchen Bundesländern auch Volksentscheide, und dass die Bürger in aller Regel, wenn sie das unterstützen, an Volksbegehren zum Beispiel, weniger Angaben machen müssen, als wenn sie eine europäische Bürgerinitiative unterstützen, obwohl die Bürgerinitiative ein noch schwächeres Instrument ist als das Volksbegehren. Also das war, man kann sagen, wir haben einen großen Erfolg erreicht mit der Durchsetzung der ICAI, aber wie das dann so ist, das Imperium schlägt zurück, die versammelte Bürokratenschar hat sich darüber hergemacht und hat überlegt, wie kann man das möglichst mühsam gestalten. Wobei ich nicht jedem das unterstellen will, sondern viele sind halt dann einfach auch so, dass sie sofort an Missbrauch denken und den ausschließen wollen und so. Ich kann allerdings jetzt nicht verkünden, dass und wie ich bin. Also sie müssen, wenn Sie mit mir zu tun haben, wissen, ich bin jemand, der sein Leben lang kämpft für Veränderung, aber ich bin keiner, der Sprüche macht. Also wenn ich jetzt Ihnen versprechen würde, das ändern wir und ab morgen sieht das so und so aus, dann würde ich den Mund zu voll nehmen. Sie müssen sich sehr bewusst machen, dass wenn wir über Bürgerbeteiligung in Europa sprechen, dann ist das Glas nicht halb leer oder halb voll, sondern dann ist bestenfalls der Boden bedeckt. Und das haben wir erreicht, das ist aber sehr wenig. Und wenn wir mehr daraus machen wollen, dann kann man das klingt ein bisschen defätistisch, wenn ich das sage, dann kann man nicht einfach erwarten, dass das von oben nach unten aus Brüssel kommt, sondern das ist etwas, dafür muss man kämpfen. So wie wir ungefähr 10 Jahre für diese ICAI gekämpft haben, dass sie überhaupt kommt. Jetzt müssen wir dafür kämpfen, dass was Vernünftiges draus wird. Wobei die schlichte Tatsache, dass es sie gibt, uns diesen Kampf erleichtert. Stellen Sie sich mal vor, früher, wir mussten immer über ein Instrument reden, das es noch gar nicht gibt. Jetzt gibt es was, die Menschen machen damit Erfahrung und die Menschen erleben, dass es schlecht funktioniert und deswegen muss es stärker werden. Also im Moment geht mein Hauptbemühen dahin, wie können wir bei den Vertragsänderungen, die nun ohnehin aus anderen Gründen diskutiert werden, wie können wir dahin kommen, dass es in Europa einen neuen Konvent gibt, einen demokratisch gewählten Konvent, so wäre mein Wunsch, einen von den Bürgern gewählten Konvent, der über eine Reform dieser Verträge nachdenkt und dabei nicht nur die ökonomischen, fiskalischen und so weiter Fragen diskutiert, sondern insbesondere auch die Frage, wie schaffen wir es, die Europäische Union demokratisch zu gestalten, so dass die Bürgerinnen und Bürger eines Tages tatsächlich sagen können, wir sind Europa, es ist unser Europa, es ist ein Europa der Bürger und nicht ein Europa der Regierungen und der Lobbyinteressen und so weiter. Dafür müssen wir noch sehr viel tun und die ICAI ist ein erster, wie soll man sagen, großer Zeh in der Tür oder vielleicht der Fuß in der Tür, aber die Tür ist noch ziemlich weit geschlossen und man muss sie nach und nach immer weiter aufdrücken und das geht nicht von heute auf morgen, da ist sehr viel Arbeit nötig. Aber ganz klar ist, im Moment erzeugt die Bürgerinitiative, die ICAI, sehr viel Frustration, sehr viel Enttäuschung. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, im Moment funktioniert sie gar nicht. Also sie ist zum 1. April diesen Jahres in Kraft getreten und dann haben mehrere Initiativen die Unterschriftensammlung begonnen, haben also das eingereicht bei der Kommission, dann läuft eine 12-monatige Frist. Aber die Kommission stellt eine Software zur Verfügung, auf der die Unterschriften gesammelt werden sollen. Und diese Software funktioniert nicht. Das ging über Monate, dass immer wieder die Kommission gesagt hat, morgen ist das Problem gelöst. Und so was. Ich habe dann mit dem
Vizepräsidenten der Kommission, Herrn Šefčovič, verhandelt und habe erreicht, dass er gesagt hat, gut, wir setzen das aus. Also im Moment hat Europa mal wieder die Zeit angehalten, wie früher auf den Gipfeln immer. Da wurde um Mitternacht wurde die Uhr angehalten und dann hat Spanien gesagt, wenn wir noch zwei Autobahnen kriegen, dann könnte die Uhr wieder anschalten. So ähnlich läuft das im Moment. Bei der ICA ist die Uhr angehalten, sie soll am 11. Oktober wieder weiterlaufen. Bis dahin läuft die Frist nicht für die Initiativen. Es gibt nur ein Land, das damit ein großes Problem hat, das ist Österreich. Österreich hat in Brüssel bei einer Sitzung Anfang der Woche erklärt, dass Österreich dieses Anhalten der Zeit nicht akzeptieren kann, weil es rechtswidrig ist. In Österreich läuft die Zeit weiter. Und dann hat die Kommission einen Vorschlag zur Güte gemacht. Der hat, also die Österreicher haben gesagt, wir haben die Initiative XY registriert, sagen wir mal am so und so 4. Juni. Und wenn wir jetzt 12 Monate rechnen, dann wird im Juni das abgeschlossen. Hat die Kommission gesagt, geht aber nicht, weil die konnten ja während der ganzen Zeit keine Unterschriften sammeln. Der Vorschlag zur Güte, es waren 3 Länder, Österreich, Deutschland und Niederlande, die gesagt haben, so geht's nicht. Der Vorschlag zur Güte war dann, okay, ihr meldet im Juni, wie viele Unterschriften ihr habt und dann macht er einen eigenen Rechtsakt, der sagt, ihr bekommt nochmal die zusätzliche Zeit bis Oktober oder was es dann ist. Da hat Deutschland und Niederlande gesagt, naja, das ist rechtspolitisch ein bisschen kühn, aber es, in der Sache ist es sinnvoll und wir werden das so machen. Und jetzt gibt es unter allen 27 ein Land Österreich. Österreich sagt, soweit werden wir unseren Bürgern nicht entgegenkommen. In Österreich läuft die Uhr unerbittlich und sie läuft ab im Mai oder Juni. Also da sind wir noch am Verhandeln. So ist das, wenn Sie so ein Gesetz machen. Es ist unglaublich schwierig in Europa und Sie haben ständig mit Leuten zu tun, die nicht die Lösung suchen, sondern die, sagen wir mal, die es nicht einfacher machen, Lösungen zu finden und durchzusetzen. Das war ein kleiner Blick jetzt in die Küche dieses Problems. Dann reden wir doch Klartext. Also erstens, das Imperium schlägt zurück. Also als Arbeitshypothese ist es immer gut, man muss ja nicht von Feinden reden, aber man kann ja von Gegnern reden. Also wo sitzen die Gegner? Wie mächtig sind sie? Mit welchen Argumenten und Mitteln versuchen sie, diese Initiative umzubringen? Weil darum geht es ja wohl. Ja, also danke schon für die Einleitung auch. Es gibt weder Feinde noch, würde ich sagen, Gegner im erklärten Sinne. Was es gibt, das ist, und das werden Sie genauso kennen, und jetzt müssen Sie sich vorstellen, auf europäischer Ebene potenziert sich das noch. Was es gibt, das ist so einen bestimmten Geist derer, die sich als Hüter der Verträge fühlen, in der Beamtenschaft, in der Kommission und so weiter, und auch derer, die als Politiker in der Europäischen Union an verschiedenen Stellen dienen. Und dort ist, wie soll man sagen, die primäre Tendenz, ich würde noch nicht mal sagen zu sagen, sondern zu empfinden, Europa, das sind doch wir. Also wir hier in Brüssel und so, in Luxemburg und Straßburg und so, das ist, wenn man da Abgeordneter ist zum Beispiel, dann begegnet man eigentlich den ganzen Tag nur anderen Abgeordneten, Kommissaren, Beamten, Journalisten und so weiter, Menschen, die alle in dieser Welt leben, die ganz weit weg von den Bürgern ist und wo man unglaublich komplizierte Sprachweisen, Sprechweisen pflegt, ein Jargon, den einfache Bürger gar nicht mehr verstehen, wo man das Gefühl hat, das ist alles so komplex, die Bürger verstehen das gar nicht mehr. Und wenn wir jetzt das öffnen und sagen, die Bürger können einfach Vorschläge machen, vielleicht sogar Dinge ändern, wenn es nach mir ginge, gäbe es nämlich nicht nur eine Bürgerinitiative, sondern gäbe es die Möglichkeit zur Volksabstimmung in Europa. Das hielte ich für den eigentlich notwendigen Schritt, der dieses Europa runter auf die Erde der Menschen und der Demokratie holen würde. Aber dann ist das Problem, dass man das Ergebnis vorher nicht kennt. Und das kann man nicht aushalten. Ja? Also wir hatten gerade gestern eine Anhörung im Parlament, wo es um solche Fragen ging. Und da hat ein Kollege hat gesagt, es ist eine Krankheit ausgebrochen in Europa. Und das ist die gefährlichste Krankheit überhaupt. Wenn wir es nicht schaffen, die zu bekämpfen, dann wird sie Europa umbringen. Das ist die Referendumitis, so nannte er das. Ja. Wir haben jetzt schon 3 Länder, die Referenden veranstalten müssen aufgrund ihrer Verfassungen. Und es gibt immer mehr Länder, Österreich zum Beispiel würde mir einfallen,
dass sich diesem noch dünnen Chor anschließen will. Und das heißt, in Brüssel fangen alle das Zittern an, weil es war so wunderschön, wenn man sich einfach entweder in der Beamtenrunde oder spätestens beim Abendessen der Regierungschefs verabreden konnte und sagen, so ist es. Und dann niemand mehr fragen musste. Und jetzt müsste man gucken, ja, wie finden denn die Bürger das? Und da, also das ist ein bestimmter Geist, das ist nicht eine bestimmte Person, es ist noch nicht einmal eine bestimmte politische Richtung, sondern es ist quer durch die politischen Kräfte und Parteien ein bestimmter Geist, der glaubt, er müsse Europa vor den Bürgern und vor der Demokratie bewahren. Während meine These ist, das ist umgekehrt. Also wenn wir es nicht schaffen, Europa demokratisch zu gestalten, werden wir Europa vor die Wand fahren. Die Menschen werden das irgendwann nicht mehr mitmachen. Also Europa und Demokratie müssen irgendwann Synonyme werden. Europa wird nur demokratisch gelingen. Und meine These wäre sogar, wir brauchen, je weiter weg Entscheidungen von den Menschen getroffen werden, umso mehr und umso stärker funktionierende demokratische Mitsprachemöglichkeiten. Einfach auch, um die, die da oben sind, davor zu bewahren, völlig abzuheben und um den Bürgern wirkliche Mitsprache zu ermöglichen. In der Gemeinde kann ich eher noch ins Rathaus gehen und sagen, ich möchte mal einen Termin beim Bürgermeister, aber nach Brüssel kommt man nicht so schnell und kriegt dann auch keinen Termin, sondern man braucht Verfahren, man braucht Wege, wie man als Bürger sich Gehör verschaffen kann und wie man Einfluss haben kann auf europäische Gesetze und politische Entscheidungen. Das sollte die ECI sein. Und wenn ich das noch kurz sagen darf, bevor mir der Kerl die nächste Frage stellt oder wir wieder in die Diskussion gehen. Trotz all dem, was ich jetzt auch kritisch angemerkt habe, möchte ich Sie ganz herzlich bitten, die ECI nicht gering zu achten. Man sollte ihre Begrenztheit sehen, aber man sollte gleichzeitig sehen, dass sie eine Möglichkeit ist, europaweit Prozesse in Gang zu setzen, durch die Bürger sich einmischen können und durch die Bürger über Grenzen hinweg miteinander das Gespräch führen. Denn das ist eine der großen Schwächen des heutigen Europas, dass, ich sage es mal ein bisschen zugespitzt, dass die Konzerne miteinander reden, dass die Regierungen miteinander reden, die Lobbyisten, aber dass wir keinen europäischen Diskurs der Bürgerinnen und Bürger haben, sondern in Österreich wird völlig anders diskutiert als in Portugal oder in Norwegen und so weiter. Und die ECI schafft die Möglichkeit, Themen grenzüberschreitend zu diskutieren und schafft auch die Möglichkeit, sozusagen in Brüssel sich zu Wort zu melden, einen Fuß in der Tür zu haben, Anliegen dort unmittelbar zu äußern. Und deswegen die ECI, sie wird das garantierte Mindest- oder Grundeinkommen nicht durchsetzen können. Aber was sie kann, wenn wir das gut machen, ist, sie kann ein Instrument sein, das uns hilft, das Gespräch mit den Menschen über diese Frage zu führen. Und dieses Gespräch ist die Voraussetzung dafür, dass sich in den Köpfen was ändert und dass sich in den Köpfen was ändert. Die Voraussetzung dafür, dass sich am Ende auch in den Gesetzen was ändert. Andersrum geht's nicht.